Hey, hier ist der Claudio und heute habe ich für dich die Routine, das Training für die seitliche Muskelfaszienkette. Gerade wenn du eben viel sitzt im Alltag und deine ganze Ausatemhilfsmuskulatur eben ja, zusammengepfercht ist, du dir selbst den Befehl gegeben hast, dass diese in Kürze bleiben soll, dann ist das für dich das richtige Training. Aber auch für Menschen, die zum Beispiel an Asthma leiden, oder eben für alle Ausdauersportler. Unglaublich wichtig. Alles, was du für dieses Training brauchst, ist das Black Hole Stretch Band und eine Matte. Und mehr brauchst du dafür gar nicht. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training. Als erstes stellen wir uns ein bisschen mehr wie hüftbreit auf, nehmen den rechten Arm an den Kopf, die Hüfte schiebt nach rechts, streck den rechten Arm und beuge dich als erstes mal in die Flanke hinein. Mit links kannst du natürlich den Zug variieren und je nachdem, wie stark du ziehst, desto intensiver wird natürlich auch hier diese Flanke. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Handfläche zeigt nach oben, Fingerkuppen greifen, Hüfte nach außen und in die maximale Flanke hinein. Immer weiter nach unten kommen, soweit du kannst, soweit es dir gut tut. Wichtig ist, dass du bei atmest und löse. Jetzt legen wir das Bein ab und wenn möglich das Schienbein immer schön in den Boden pressen. Die Hüfte möchte nach rechts außen, rechter Arm ist oben, links zieht runter, Flanke am Boden. Wichtig hierbei, Schienbein rechts presst in den Boden hinein. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Druck in den Boden, linker Arm oben, rechts zieht nach unten, Hüfte nach links und mach dich maximal lang in deiner linken Seite. Und lösen. Sehr gut. Komm gerade wieder nach oben. Wir nehmen den rechten Arm wieder an den Kopf, nehmen den Schritt etwas enger zusammen und entlasten den Fuß. Es wird gleich etwas intensiver. Wir kommen in die maximale Position, stehen jetzt hier komplett auf rechts, links ist entlastet. Und wir öffnen und atmen. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der linken Seite. Linker Arm am Kopf, rechts zieht nach unten, Hüfte nach links, maximale Länge. Und atmen, ganz wichtig. Wenn du möchtest, kannst du natürlich den rechten Fuß auch noch entlasten. Jetzt ist maximale Aktivität auf links. Und langsam lösen. Wir kommen nicht mehr ganz nach unten, unser Knie ist aber leicht gebeugt. Und beuge dich auf die linke Seite, dass deine rechte Seite wirklich maximal lang gezogen wird. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der linken Seite. Linkes Bein leicht beugen. Rechter Arm ist oben am Kopf, nach oben geschoben, Handfläche will immer Richtung Decke. Mit rechts ziehst du nach unten. Und atmen. Nun kommen wir wieder nach unten. Der rechte Arm ist am Kopf, links zieht nach unten. Blick nach oben in die Hand, nimm deine Knie aber bitte so breit auseinander, wie du dich gut stabilisieren kannst und öffne. Sehr gut. Geh immer so weit wie möglich, wie es dir gut tut. Links am Kopf, linke Handfläche nach oben, rechts zieht nach unten.
und maximal nach rechts beugen, dass eine linke Seite den maximalen Reiz bekommt. Mit Lösen dieser letzten Übung hast du diese Routine geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen erstmal an dieser Stelle und merke dir gerade bei genau dieser Routine einfach mal reinspüren vorher nachher, wie viel besser du durchatmen kannst, weil wir hier eben auf diesen ganzen Atemapparat von der funktionellen Sicht quasi antreten, angreifen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Routine und mach sie bitte so oft, wie es dir gut tut.